Hier ist Maximilian Muhr für Expertizer auf der SEO Campix 2014. Bei mir ist Jens Altmann. Jens, dich kennt man von onpage.org, aber auch als Enthusiast in den Bereichen Technik, Hacking, ähnliches, Hardware, all solche Geschichten. Was sind so die spannenden Dinge? Erzähl kurz was über dich selbst. Was treibt dich an? Was interessiert dich? Genau, also mich treibt vor allen Dingen so das Software Engineering an, das heißt das Erkennen von Software, wie Arbeitssoftware, welche Sicherheitsprobleme gibt es, das Analyse von Code und die Konzeption und Erstellung davon, von ganzheitlichen Systemen, die halt genau das machen, was den Anforderungen von mir entspricht. Ein Event, das du besucht hast, war die DevCon in Las Vegas. Bei Facebook und anderen Social Media Kanälen habe ich gelesen, dass sich das sehr inspiriert hat. Du interessierst dich also mehr für den Bereich Verteidigung von Angriffen, anstatt sie selber zu führen? Genau, ich finde es relativ wichtig, dass man sich darüber informiert, was für Angriffsarten gibt es, weil nur wenn man das halt selbst ausprobiert hat, wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man halt entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Und genau das ist, wo ich zum Beispiel in Workshops auch ansetze, da ich halt Menschen zeige, wie sieht es mit der Websicherheit aus, was sind gängige Angriffstechniken im Bereich Formulare, SQL-Injections und so eine Sachen und wie kann man sich effektiv davor schützen und vor allen Dingen, wie kann man sie erkennen. Im Endeffekt, das Thema Sicherheit betrifft ja nicht nur noch das Internet und Menschen, die eine eigene Webseite betreiben. Gerade mit solchen Stichwörtern wie Smart Home oder auch Smart TVs, die vielleicht Kameras haben, Drucker, die irgendwelche Schnittstellen offen haben oder auch Bluetooth-Geräte. All das sind doch Angriffsmöglichkeiten, wo ganz normale Nutzer, die eigentlich keine Ahnung haben, plötzlich betroffen sein könnten von Sicherheitslücken, von denen sie gar nicht wissen, dass sie existieren. Genau, also es ist auch gerade mit dem, was jetzt technisch in der Entwicklung ist, relativ problematisch. Früher waren die Angriffe eher so auf Betriebssystemebene, das heißt, man hat Lücken gesucht in sein Windows-System oder in sein Apple-System oder sonstiges. Mittlerweile ist es eben eher auf Ebenen von der angewendeten Software. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel seinen WordPress-Blog betreibt im Internet, dass man versucht, auf die Plugins irgendwelche Schwachstellen zu finden und so sich Zugriffe zu verschaffen. Und wenn wir jetzt weitergehen und uns denken, okay, wir haben jetzt nicht nur mehr Computer als Devices, die mit dem Internet verbunden sind, sondern wir haben unsere Smartphones oder wir haben NewTek-Devices wie zum Beispiel Google Glass, haben wir halt viel, viel, viel mehr neue Angriffsmöglichkeiten bzw. Angriffsdevices. Und im Gegensatz zu der Erfahrung, die Windows oder Apple in den letzten Jahrzehnten gesammelt hat bezüglich der Absicherung von Software und Hardware, fangen diese praktisch immer wieder bei Null an. Das heißt, es wiederholt sich für jedes neue Device auch immer die gleichen Probleme, die man in irgendeiner Art und Weise früher mit Computern hatte, die jetzt vielleicht nicht mehr so gängig sind. Und deswegen ist es relativ problematisch mit den ganzen neuen Techniken. Deswegen ist es auch so sehr relevant, dass man wirklich die Leute darüber informiert, was gibt es denn für Techniken und wie kann man diese auch effizient erkennen. Das Thema mit den neuen Devices finde ich super spannend. Also klar, es gibt den Sicherheitsaspekt. Es gab mal die Panik, dass man theoretisch Herzschrittmacher hacken könnte und andere Dinge. Fahrerlose Autos hast du auch vorhin ja in deinem Vortrag angesprochen. Und was wäre eigentlich, wenn die jemand übernimmt? Aber im Endeffekt, die Entwicklung ist ja nicht mehr aufzuhalten, dass immer mehr automatisiert wird, immer weiter unser Leben von automatischen Systemen, die in irgendeiner Weise vernetzt sind, bestimmt werden und wir auch davon abhängig sind. Wo siehst du dort die Trends, die dort in dieser Richtung gehen und wo kann das wirklich nützlich sein für die Menschen? Also es geht vor allen Dingen immer mehr in Richtung Vernetzung. Das heißt, man hat nicht mehr sein eines Gerät wie den Computer, wo man seine Excel-Tabellen früher ausgefüllt hat, sondern man geht morgens ins Bad, stellt sich auf seine Waage, die Waage überträgt seine kompletten Gewichtsdaten an Webinterface, dann nimmt man sein Handy, auf sein Handy ist eine App drauf, zum Beispiel Runtastic oder Runkeeper, um diese zu nennen, geht eine Runde laufen, die App kennt schon das aktuelle Gewicht von der Waage morgens, weiß genau, wie viel Kalorien man verbraucht hat, wie viele Schritte man gemacht hat, man kommt nach Hause, hat seinen Track eben hochgeladen, hat gegebenenfalls irgendein Nike Fuelband oder sonstiges, welches die Schritte zählt, was halt ganzheitlich den gesamten Bewegungsablauf halt misst. So kann man zum Beispiel mittels Apps auch herausfinden, wie sein eigentlicher Schlafrhythmus ist, dass man halt wirklich den Wecker darauf hinstellt, dass man in der Wachschlafphase aufwacht und nicht in der Tiefschlafphase, damit halt das Aufstehen einem einfacher fällt und man nicht immer diesen Geräterzustand hat. Und all das kann man halt mit diesen Devices schon relativ gut erkennen, weil man eben gut die Herzströme, Frequenzen und sonstiges messen kann. Und das hat natürlich ganz viele Vorteile. Wenn man eine halbe Stunde weniger Schlaf hat, aber in der Wachschlafphase aufwacht und dadurch viel fitter den ganzen Tag über ist, als wenn man in der Tiefschlafphase mit einmal aus seinem Schlaf gerissen wird. Das heißt also, die Vorteile für den einzelnen Menschen sind klar erkennbar, die Lebensqualität steigt und
selbst wenn momentan noch Sicherheitskonzepte und Ähnliches in den Kinderschuhen sind, ist es schon möglich, mit modernen Geräten sein Leben angenehmer und besser zu gestalten? Ja, das auf jeden Fall. Du hattest ja vorhin auch die Smart Homes angesprochen. Also es geht darum, dass man über Elektronik praktisch alles steuern kann, was man früher über Schaltern innerhalb seines Haushalts gemacht hat. Also sei es die Heizung anstellen, Wasser abstellen, irgendwelche Lichteinstellungen vor dem Rasen sprengen oder sonstiges, sind halt alles Sachen, die automatisiert geschehen können. So könnte zum Beispiel ein Haus automatisch erkennen, wenn man seine Tür aufschließt oder abschließt, wenn man es verlässt. Das bedeutet, die Temperatur könnte runtergeregelt werden, das Haus muss nicht mehr voll geheizt werden. Diese Techniken gibt es natürlich schon immer. Ja, also man hat ja meistens seine Einstellungsmöglichkeiten, gerade wenn man ein Haus hat oder eine Therme, wo man sagt, zu welchen Uhrzeiten welche Temperatur eingestellt werden soll. Man kann da auch Wochenpläne eingeben, wenn man zum Beispiel so Frühschicht und Spätschicht hat. Die sind aber alle nicht dynamisch, die sind recht starr. Und durch diese neuen technischen Möglichkeiten kann man eben sehr viel flexibler agieren und dadurch mehr Effektivität und Effizienz reinbringen. Das klingt so, als ob zukünftige Generationen geradezu süchtig danach werden, nicht mehr ohne das leben können und sich einfach kein Leben mehr vorstellen können, ohne die ständige Vernetzung, das ständige Abrufen von eigenen Daten, Aufzeichnen oder auch Bewegungsdaten, Ähnliches. Im Endeffekt bedeutet das aber auch ja so eine Art Aufgabe von Privatsphäre, sofern solche Daten irgendwo auf Servern sind. Man weiß nicht, was davon benutzt werden kann, was davon benutzt werden darf. Gibt es da, glaubst du, dass das Risiko am Ende irrelevant wird für die Menschen, weil sie sich so sehr an diesen neuen Lifestyle gewöhnen mit Techniken, die ihnen einfach das Leben so viel angenehmer machen, dass ihnen dann plötzlich egal ist, ob man sie überall tracken kann? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Empfinden von Datensicherheit einen sehr viel höheren Stellenwert bekommt. Also die Frage ist ja, wenn man zum Beispiel so ein Smart Home hat, warum muss es mit fremden Servern kommunizieren? Das kann auch seine eigene Cloud haben, die nur für dich selbst erreichbar ist, ähnlich mit den Devices. Dass es zu irgendwelchen Anbietern hochgeladen wird, das ist einfach eine Negativentwicklung. Wenn man aber selbst die Kontrolle über die Daten hat und sagen kann, okay, ich möchte jetzt diese eine Datensegment mit jemand anders teilen, weil ich zum Beispiel eine Challenge habe, stellen wir uns wieder das Laufen vor. Man kann nicht zusammenlaufen, aber man kann einen Track erstellen und daraus so eine Art Gamification machen, von wegen, schaffst du denn die Route, die ich heute gelaufen bin, schneller oder sonstiges und kann darüber spezielle Sachen machen. So gibt es ja auch schon Apps, die gerade diesen Bewegungsaspekt sehr mit Gamification verbinden, aber die laden halt die Daten immer auf Fremdserver raus. Solange man aber selbstbestimmt bei seinen Daten ist, glaube ich, hat man sehr gute Möglichkeiten, aber das muss auch ins Bewusstsein rein, weil ich glaube, den meisten ist noch gar nicht so bewusst, was es denn heißt für andere Menschen, wenn die die Daten von uns auswerten können, ohne dass wir Kontrolle darüber haben, welche Daten sie haben. So Unternehmen wie Facebook sind ja so unglaublich wertvoll, weil sie halt plötzlich Daten haben. Oder auch Google können plötzlich Profile erstellen mit Telefonnummer allen Freunden oder jetzt auch mit WhatsApp, wissen auch noch, wer im Telefonbuch im Handy ist, wer mit wem kommuniziert über etwas. Das ist ja auch so ein bisschen das große Thema, was momentan so wertvoll erscheint für die Unternehmen. In meiner Wahrnehmung bei den Nutzern noch nicht so doll angekommen ist, aber du klingst sehr zuversichtlich, dass zukünftige Generationen sich da ein Stück weit zurückbesinnen auf den Wert ihrer Daten und auch auf gewisse Aspekte der Sicherheit und, wie du schon sagtest, selbstbestimmt sich überlegen, ob sie jetzt ihre Gesundheitsdaten vielleicht mit ihrem Arzt teilen oder nicht und ob sie ihrer Krankenkasse oder ihrer Lebensversicherung die überhaupt geben wollen. Also du bist zuversichtlich, dass sich das auch noch nachentwickelt, nach der technischen Entwicklung, dass das Bewusstsein dafür gestärkt wird? Ja, ich glaube schon, dass die Medienkompetenz sich anfängt auszuprägen. Also einfach die Möglichkeit, dadurch, dass wir immer mehr Daten aufnehmen, also egal, ob wir sie teilen oder sie wirklich selbst verarbeiten für uns, ist es halt relativ wichtig zu entscheiden, was wir denn haben wollen. Das heißt, mittlerweile in den Nachrichten, egal in welcher Landschaft wir uns befinden, ob im Printwesen oder im TV-Wesen, kriegen wir halt so viele Informationen ein, wo wir selektieren können oder müssen, um herauszufinden, ob das, was uns erzählt wird, dann überhaupt so den logischen Aspekten entsprechen könnte. Und wenn diese Medienkompetenz ausgeprägt ist, dann sind wir auch in der Lage zu entscheiden, zum Beispiel auf Facebook, ob der Post, den ich jetzt veröffentliche, wirklich veröffentlicht werden sollte oder ob es eher eine Sache ist, die nicht dorthin gehört, sondern wir gegebenenfalls ein anderes Medium zur Kommunikation dafür nutzen sollten. Weil ja Facebook eben eher dieses Broadcasting ist, WhatsApp eher dieses Single Messaging und das muss man halt sehr viel besser entscheiden können. Und dafür bedarf es aber auch viel Learnings mit dem ganzen Bereich, weil es ja alles relativ neu ist.
2020 war ja der Titel deines Vortrages. Glaubst du, also wenn 2020, sagen wir mal, ein paar bisschen etwas medienkompetentere, selbstbestimmte Nutzer da sind, die vielleicht wahrscheinlich sehr viele Wearables tragen, Uhren, Armbänder, Ketten, alles Mögliche, was glaubst du, auf welche Weise sie dann noch mit ihren Geräten kommunizieren? Ist das der Touchscreen, wie er aktuell ist, vielleicht nur eine Übergangstechnologie? Was glaubst du, wie die Eingabegeräte der Zukunft aussehen? Also ich glaube, es wird sich grundlegend verändern. Dadurch, dass es ja für uns gegeben ist, dass wir eher mit der Sprache kommunizieren und mit der Gestik und Mimik, wird es halt sehr viel weiter in diese Steuerungsrichtung gehen. Also man sieht es ja an Möglichkeiten wie Apple, wenn man ein iPod auf ein iPhone laufen lässt, dass man die Shuffle-Funktion durch Schütteln hat oder sowas. Und Ähnliches kann man sich natürlich auch vorstellen. Wenn man Wearables hat, kann man darüber natürlich über spezielle Armbewegungen zum Beispiel Befehle ausgeben. Oder es gibt auch ein Kickstarter-Projekt aktuell, wo man einen Ring hat, den man über Bluetooth mit dem Handy verbinden kann und darüber Funktionen ausführen kann. Das bedeutet, wir benötigen das Device selbst nicht mehr, dass die Rechenleistung ausführt, sondern wir brauchen halt diese additiven Eingabemöglichkeiten. Ähnlich ist es ja auch Google Glass. Das ist ja kein eigenes Produkt an sich, sondern es ist ja direkt immer mit dem Handy verbunden. Und das führt dir die Berechnung durch. Und das ist wirklich ja bloß ein Eingabeinterface. Ist Google Glass auch nur eine Übergangstechnologie und bald wird es Kontaktlinsen geben? Das ist durchaus vorstellbar, glaube ich. Aber das geht einher mit der Entwicklung, wie Displays erstellt werden können. Bei Kontaktlinsen durch diese gewölbte Form hast du nicht die Möglichkeit für Lasers oder sowas. Möglichkeiten wären zum Beispiel organische LEDs, die bewegbar sind. Das sind so Mikrodioden mit so ganz kleinen auch Energie. Möglichkeiten und die könnte man dann gegebenenfalls wirklich einsetzen, dass man so diese zweite Schicht hat, den neuen Layer, der digital irgendwelche Informationen projiziert. Die Entwicklung geht immer schneller. Wir werden diese Zukunft auf jeden Fall noch erleben, oder? Wie siehst du das? Also ich denke schon. Ob wir sie dann noch so akzeptieren, wie wir es jetzt gegebenenfalls denken, ist halt eine Frage. Ja, ob wir damit aufwachsen können, also noch weiter wachsen können oder ob das eher was für die nächste Generation ist. Ich meine, jeder Generation gab es halt Probleme und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei meinem ersten Touchscreen und Android-Handy, da dachte ich mir wirklich, ich wäre der erste Mensch. Das war schon eine ganz komische Erfahrung. Wenn sich so die Technik weiterentwickelt und wir vielleicht noch 10 Jahre warten müssen, weiß ich nicht, ob ich da noch bereit bin, sowas zu probieren. Also ich glaube ich schon, aber ob es halt in der Generation Y oder der Digital Natives so dann noch gegeben ist, ist die Frage. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, Jens, für das Interview und freut euch auf weitere Interviews auf expertizer.de. Vielen Dank.